Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 12. Mai 1933. Heute, vor 90 Jahren, veröffentlichte Oskar Maria Graf den Aufruf »Verbrennt mich« als Protest gegen die Bücherverbrennungen der Nationalsozialisten. Ein Beitrag von Carola Zinner. Ich sag's nicht nur die Bayern, ich sag's die Berliner, ich sag's auch die Amerikaner. Wenn mir was nicht passt, dann sag ich's eben. Ne? Und es gab vieles, was Oskar Maria Graf nicht passte. Die Engstirnigkeit und Härte der Menschen in seiner Heimat Berg. Der Drill beim Militär, wo man ihn 1916 als dienstunbrauchbar entließ. Das Ende der Münchner Räterepublik, die sich anno 1919 statt zu der von ihm ersehnten Diktatur des Proletariats zum reinen Desaster entwickelt hatte. Diese Münchner Revolution war eine Posse und noch dazu eine schlechte. Doch was soll's, das Leben geht weiter. Graf, ein Hühne von Gestalt, tobt als Urviech durch die Feste der Schwabinger Bohème und verdient, wenn die Schriftstellerei nicht genug Geld einbringt, als Schieber etwas dazu. Wie viel Sensibilität und Verletzlichkeit hinter der Maske des bayerischen Kraftkerls steckt, verrät seine erschütternd ehrliche Autobiografie »Wir sind Gefangene«, mit der ihm 1927 endlich der literarische Durchbruch gelingt. Ab jetzt gehört der Provinzschriftsteller, wie er sich kokett nennt, dazu. Doch zu wem, das möchte er denn doch selbst entscheiden. Laut Berliner Börsenkurier stehe ich auf der weißen Autorenliste des neuen Deutschlands und alle meine Bücher, mit Ausnahme meines Hauptwerks »Wir sind Gefangene«, werden empfohlen. Die Vertreter dieses barbarischen Nationalismus, der mit Deutschsein nichts, aber auch rein gar nichts zu tun hat, unterstehen sich, mich als einen ihrer Geistigen zu beanspruchen, mich auf ihre sogenannte weiße Liste zu setzen, die vor dem Weltgewissen nur eine schwarze Liste sein kann. Diese Unehre habe ich nicht verdient. Am 12. Mai des Jahres 1933 veröffentlichte Oskar Maria Graf in der Wiener Arbeiterzeitung unter der Überschrift »Verbrennt mich« seine Stellungnahme zur Bücherverbrennung, die die Nationalsozialisten 2 Tage zuvor in Berlin und 18 weiteren Hochschulstädten inszeniert hatten, während er auf Lesereise in Österreich unterwegs war. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner. Das Dritte Reich hat fast das ganze deutsche Schrifttum von Bedeutung ausgestoßen, hat sich losgesagt von der wirklichen deutschen Dichtung, hat die größte Zahl ihrer wesentlichsten Schriftsteller ins Exil gejagt und das Erscheinen ihrer Werke in Deutschland unmöglich gemacht. Graf allerdings hatte man verschont. Dank Werken wie dem bayerischen Dekameron oder den Kalendergeschichten, Auftragsarbeiten, die zu Bestsellern geworden waren, galt der gelernte Bäcker vom Starnberger See als Volksschriftsteller und landete in der Riege der Erwünschten. Eine Ehre, auf die er mit der ihm eigenen Direktheit reagierte. Nach meinem ganzen Leben und nach meinem ganzen Schreiben habe ich das Recht zu verlangen, dass meine Bücher der reinen Flamme des Scheiterhaufens überantwortet werden und nicht in die blutigen Hände und die verdorbenen Hirne der braunen Mordbanden gelangen. Verbrennt die Werke des deutschen Geistes. Er selber wird unauslöschlich sein wie eure Schmach. Oskar Maria Graf. Deutlicher, lauter hat wohl keiner die Chancen ausgeschlagen, die ihm das nationalsozialistische Regime bot. Die Reaktion kam prompt. Nun stand auch Graf auf der Liste der Verfemten. Eine Rückkehr in seine Heimat kam nicht mehr in Frage. Die Tschechoslowakei wurde zur ersten Station des Exils, das ihn und seine jüdischstämmige Frau schließlich nach New York führte. Und auf den Bergen wohnt die Freiheit. Das König Ludwig-Lied hat er am von ihm gegründeten Emigrantenstammtisch gerne vorgetragen. Wirklich angekommen ist Graf in den USA eigentlich bis zum Lebensende nicht. Allein schon deshalb, weil der friedfertige Rebell sich nie dazu überwinden konnte, Englisch zu lernen. Meine Heimat, erklärte er, das ist die deutsche Sprache. Und die zweite Heimat, das sind die Freunde. Und auf den Bergen ist es schön, ja, wo das Geh
nicht Ludwigs Zweiten, alle seine Schlösser stehen.